Willkommen zurück zu Dragon Age 2. Wir haben Flammeth jetzt aus ihrem Halskettengefängnis befreit und jetzt gehen wir zurück zum Lager. Ja. Oder sollen wir den restlichen Berg auch mal erkunden? Ja, machen wir das einfach mal. Oder? Ich traue dem Frieden hier nicht so ganz. Nee. Gehen wir mal wieder zurück. Hier gibt es nämlich eigentlich nichts mehr für uns. So, ins Lager zurückkehren. Maseranas Kind, eure Schuld ist gänzlich beglichen. Es ist nicht zu spät, deine Meinung zu ändern, Darlene. Darwes Shura, Hüterin. Ich bin bereit. Brechen wir auf. Alles klar. Gut. Eganan, ist das... Leben hier wirklich die Elfen? Ja. Nicht der schönste Teil von Kirkwall, aber wenigstens sieht man die riesigen Ketten nicht. Ja, man muss nehmen, was man kriegt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so... Ich habe noch nie so viele Leute auf einem Haufen gesehen. Sicher sehr einsam. Ihr seid nicht alleine. Mich kennt ihr bereits. Ihr werdet schon bald neue Freunde finden. Ich danke euch. Danke für alles. Für eure Hilfe. Werdet ihr mich besuchen? Natürlich nicht sofort. Aber später vielleicht. Ich könnte eine Freundin gebrauchen. Eine Freundin? Ich bin ein Kerl. Siehst du nicht meinen Backenbartmädel? Ja. Ja, das werde ich. Das würde mir gefallen, Meryl. Danke. Oh, ich bedanke mich zu viel, oder? Aber ich meine es ernst. Tja. Ja, bestätigen. So, Ariane, ja, besuchen wir gleich, aber erstmal in Meryls Hütte. So, und jedes Mal, wenn wir mit Meryl unterwegs sind, sieht der Ladebildschirm so aus. So, was haben wir hier? Mana und der Einsatz von Magie. Okay. Alephen Nummer 2. Also Teil 2. Die ersten Kinder des Erbauers und sonst nichts. Okay. Gut. Die ersten Kinder des Erbauers. Jo. Sehr schön. Meryl. Ich dachte nicht, dass ihr kommt. Ich suche euch etwas Sauberes, wo ihr euch hinsetzen könnt. Na, die 20 Sekunden hättest du auch wenigstens die Wohnung machen können, ne? Etwas zu essen oder zu trinken? Ich habe Wasser. Entspannt euch. Ich bin hier, um euch zu besuchen, Meryl. Ihr müsst kein solches Aufhebens um mich machen. Ihr seid so freundlich. Mein erster Gast und schon bin ich eine grauenhafte Gastgeberin. Ich wollte euch danken, dass ihr mich hierher gebracht habt, auch wenn ich mich noch schwer tue. Wirklich? Ihr seid wirklich reizend, Meryl. Nein, wirklich, das bin ich nicht. Wenn freundliche Worte genügen würden, wäre niemand in ganz Tidas mehr unglücklich. Ich hatte nie besonders viele Freunde, nicht einmal in meinem Clan. Es ist kompliziert für mich. Mhm. Warum hattet ihr keine Freunde? Wieso wart ihr bei den Dalish so unbeliebt? Als erste der Hüterin war ich immer ein wenig ausgeschlossen. Während ich Magie und unsere Geschichte gelernt habe, wurden die anderen in den Via Tandahal ausgebildet. Es ist gut, dass ich fortgegangen bin. Ich wäre eine schreckliche Hüterin geworden. Ich bin nie besonders gut mit anderen ausgekommen. Mhm. Ihr macht das gut. Ich würde sagen, ihr habt euch in dieser Hinsicht ziemlich weiterentwickelt. Es freut mich, dass ihr das so seht. Danke, dass ihr mich besucht habt, Hawk. Das bedeutet mir viel. Tja, gerne doch, gerne doch. So. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn, Meryl? Meryl, da bist du. Beim Schreckenswolf. Warum herrscht in meinem Haus eigentlich immer so eine Unordnung, wenn ich...
So, was haben wir denn hier? Gerücht, der eigensinnige Sohn. So. Besänftigung, Locken des goldenen Narren. Und das, okay. Denn erstmal das Gerücht des eigensinnigen Sohnes. Tja. Ariani. Ich bedauere euren Verlust, Herrin. Aber ich kann eurem Sohn nur Gnade gewähren, wenn er sich ergibt. Ich versuche, ihn zu finden, aber... Die Templer können Abtrünnige nicht tolerieren. Können wir dieser Frau helfen? Es könnte auch Mutter sein. Kann ich helfen? Anscheinend ist euer Sohn in Schwierigkeiten. Kann ich irgendwie helfen? Ihr habt alles gehört und würdet dennoch helfen? Einem Abtrünnigen? Oh, danke. Ich bin Ariani. Mein Junge Fenrir. Er ist alles, was ich habe. Meine ganze Familie. Als ich merkte, dass er Magie begabt ist, brachte ich es nicht über mich, ihn zum Zirkel zu schicken. Aber seine Verbindung zum Nichts. Er hat Albträume von Dämonen, deren Stimmen er hört. Lieber verliere ich ihn an den Zirkel, als an sich selbst. Mhm. Wo ist Fenrir jetzt? Ist euer Sohn fortgelaufen? Er hat erfahren, dass ich Sir Thrusk verständigt habe und denkt, ich hätte sein Vertrauen missbraucht. Er glaubt, er kann frei vom Zirkel leben. Aber ich fürchte, dass er sich ohne gute Ausbildung selbst umbringen wird. Mhm. Seid ihr eine Dalish? Das sieht aus wie Tätowierungen der Dalish. Warum lebt ihr in der Stadt? Ich wurde bei den Dalish geboren, kam aber vorübergehend nach Kirkwall und turtelte mit einem menschlichen Händler, Vincento. Als ich schwanger wurde, wollten weder Vincento noch mein Stamm die Bürde eines Elf-Mensch-Mischlings tragen. Ich habe Fenrir allein großgezogen. Hier im Gesindeviertel. Mhm. Was genau ist geschehen? Erzählt mir die ganze Geschichte. Ich habe vor Jahren erfahren, dass mein Sohn wahrscheinlich magiebegabt ist. Aber wir ertrugen den Gedanken nicht, dass er in der Geigenburg eingesperrt wird und haben uns versteckt. Als die Albträume begannen, hat Fenrir immer noch jeden Kontakt zum Zirkel verweigert. Aber ich glaube wirklich, dass sie die einzigen sind, die sein Leben retten können. Mhm. Erzählt mir mal von den Albträumen. Was für Träume hat er? Er träumt von Dämonen, die ihn rufen und in ihre Welt zerren wollen. Es wird jeden Tag schwieriger, ihn zu wecken. Darum habe ich mich an den Zirkel gewandt. Sie sind die Einzigen, die einen Magier vor seinen eigenen Kräften beschützen können. Alles klar, wo fange ich an? Was genau soll ich machen? Bitte findet ihn einfach und bringt ihn in Sicherheit. Mhm. Ich weiß nicht, wohin Fenrir gegangen ist, aber es gibt zwei Orte, an denen ihr mit der Suche beginnen könntet. Sir Thrask hat nach ihm gesucht. Wenn ihr ihn in der Galgenburg ansprecht, kann er euch sagen, welche Bereiche er bereits abgedeckt hat. Und Fenrirs Vater Vincento kehrte kürzlich aus Antiva zurück. Er ist Händler auf dem Unterstadtbazar. Fenrir könnte ihn aufgesucht haben. Hm. Alles klar, ich gehe sofort los. Ich lasse euch keinen Augenblick länger als nötig in Sorge. Magie kann eine sorgenreiche Begabung sein. Euer Sohn verdient die beste Hilfe, damit umgehen zu lernen. Mein Gatte Wesley war ein Templer. Nicht alle sind Fanatiker, die man fürchten muss. Danke. Ich war einsam in meinem Versteck. Es ist eine Erleichterung, sich der Sache endlich zu stellen. Alles klar, neue Quest, der eigensinnige Sohn. So. Jetzt ist die Frage, wo hält sich Vincento auf? Händler. Hm. Bekleidungsgeschäft, mal schauen, hat er was Neues? Stab des Akolyten, na gut, die Sachen können wir wenigstens schon mal verkaufen, Plunder verkaufen. So. Nee, hat nichts, okay. Alle Klärchen. Vincento, Kurzbogen. Das. Nee, hat auch nichts, alles klar. Vincento. Grüße, Sarah.
Ihr seht aus wie ein Mann, der gerne feinsten Stahl aus Antiva in der Hand führt. Ich bringe nur die besten Waren aus dem Norden in die freien Marschen. So, ich suche Fenrir. Wir sind uns einig. Ich suche Fenrir. Eigentlich bin ich mehr an eurem Sohn interessiert. Sohn? Ich hatte dieses Privileg noch nie, Sarah. Meine arme Frau ist zu Hause in Antiva und wir sehen uns wegen meiner Reisen nur selten. Bitte, Sarah. Ich weiß, ihr habt Angst um Fenrir, aber wir wollen ihm nichts Böses. Es ist in dieser Stadt schwer zu sagen, wer wem Böses will, richtig? Bethany? Vielleicht kannst du sein Gewissen beruhigen. Wir sind keine Templer, Sarah. Bessere Freunde für einen jungen, verängstigten Magier werdet ihr nicht finden. Maldition! Ihr seid ein Magier. Dann seid ihr bestimmt freundlich zu einem Jungen, der sich gegen die Festnahme durch die Templer wehrt. Aber natürlich. Der Junge steckt ganz tief drin. Also habe ich ihn zu dem einzigen Mann geschickt, der Magier nicht verachtet. Einem früheren Templer namens Samson. Ein Templer? Warum sollte ihm ein Templer helfen? Sein Gewissen plagt ihn, weil er den Templern zu lange gedient hat. Jetzt hilft er Magiern auf der Flucht. Tagsüber ist er untergetaucht. Nachts ist er in der Nähe der Dunkelstadt. Dort findet man ihn am leichtesten. Mhm. Alles klar. Können wir trotzdem noch in die Geigenburg reisen oder ist das jetzt schon vorbei? Nee, doch nicht. Landkarte besetzt ist Kirkwall. Sehr schön. So. So. Trask. Können wir noch mit dir sprechen? Seid ihr der Templer, der hinter dem jungen Fenrir her ist? Ich wusste gar nicht, dass sein Name so bekannt ist. Seid ihr mit ihm befreundet? Ich will ihm helfen. Kein junger Mann sollte sich Dämonen alleine stellen müssen. Erstaunlich, welche Sympathien Magier auslösen. Man möchte eigentlich erwarten, dass die Leute eher Angst vor ihren Kräften haben, als von ihren Problemen berührt zu werden. Ja. Wenn wir Fenrir nicht bald finden, ist das einerlei. Entweder raffen ihn die Dämonen hin, oder aber weniger mystische Raubtiere. Ich habe schon mehr als genug darüber gesagt. Die Sache ist Angelegenheit der Templer und wir kümmern uns darum. Die Stadtwache könnte helfen. Evelyn, denkt ihr nicht, dass diese Sache die gesamte Stadt betrifft? Das tut sie. Und außerdem seid ihr Templer eher spärlich aufgestellt. Wohl wahr. Leider ergreifen mehr Magier die Flucht, als wir problemlos bewältigen könnten. Dann lasst die Stadtwache das tun, worin sie gut ist. Ich kann den Jungen aufspüren. Es gibt einen Templer, früheren Templer, namens Samson. Er hat den Orden verlassen wegen philosophischer Differenzen. Er hilft Magiern, aus Kirkwall zu fliehen. Ja, das wissen wir schon. Wenn Fenrir bei ihm war, würde Samson mir das nicht sagen. Tagsüber hält er sich versteckt, aber nachts habe ich ihn schon gesehen in der Nähe des Zugangs zur Dunkelstadt. Alles klar. So. Was haben wir hier, Schniekes? Aktenführer Taren. Alles klar. Gut. So. Solivitus, servus. Ah, willkommen in Sols Geschäft, werter Freund. Mein Name ist Solivitus. Seht euch bitte ruhig um. Jo. Verzeiht bitte, dass unsere Regale derzeit ein wenig leer sind. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen, um Abhilfe zu schaffen. Was benötigt ihr? Wie kann ich helfen? Es ist derzeit zu gefährlich, die Stadt zu verlassen. Und die Substanzen für meine Kreationen gibt es natürlich nur woanders. Vielleicht könntet ihr sie für mich finden. Und keine Angst, ich würde euch eure Zeit natürlich vergüten. Außerdem dürftet ihr euch eine meiner neuen Kreationen aussuchen. Ich mach's. Erstellt eine Liste mit dem, was ihr braucht. Ich werde danach ausschauen. Wunderbar. Ihr erhaltet Nachlass auf alle Waren, Sarah. Alles klar, Aufgaben des Kräuterkundigen. So, sekundär. Aufgaben des Kräuterkundigen. Bringe, finde eine reine Eisenbocke. Die Dalish könnten wissen, wo. Gut. So, was haben wir denn hier Schönes? Nö. Jo. Trank der Wiederherstellung. Ja. Verletzungsausrüstung. Immer her damit.
Die Heiltränke, gern gesehen. Die Lyriumtränke, immer her damit. Und die Ausdauertränke natürlich. So. Nö. Willkommen zurück bei Sol, werte Freundin. So. Danke, werter Freund. Nun steht nur noch ein Posten auf der Liste. Ja, ich weiß auch, wo man die reine Eisenborke bekommt. Da müssen wir mit dem Borgnasch sprechen, so wie ich das noch weiß. Aber nun ja. Ich wünsch, das gäbe einen Weg hier raus. Ist uns laden? Rune des Schutzes. Nein, brauchen wir nicht. Waffenladen. Templer Großschwert. Okay, Malstrom. 16 Schaden. Malstrom. Setzung 24. Schwerer Schild. 56 Rüstung. Nee. Gut. Nö. Rune des Feuers brauchen wir nicht. So. So, Leute, ich würde denn mal sagen, an der Stelle beende ich den Part für heute. Das war's wieder mit Dragon Age 2, ich wollte schon wieder Origins sagen. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Schausen!